Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen, und willkommen zurück zu Warlords of Draenor. Heute geht es um ein kleines Tool für WoW, was auch nicht wirklich groß ist. Ich will mal gerade gucken, ob es hier irgendwo drin steht, wie groß das ganze Tool ist. Jo, ja, gerade mal so 5 KB groß. Und zwar, wie ihr seht, ich trage die Glyphe aus Black Temple, die bei Illidan droppt. Und normalerweise kann man ja solche legendären Sachen nicht transmoggen, aber dafür gibt es auf Curse ein kleines Tool, womit ihr dann doch ein bisschen angeben könnt. Und ihr geht dann halt mit dieser Glyphe in einen Raid oder ihr geht in eine Instanz und jeder hält euch für bescheuert, weil diese Glyphe natürlich nicht die wirklich tollen Werte hat. Aber wenn ich jetzt das Teil da hinten angreife, diesen Gletscherreitschlund, so, ich gehe da mal ein bisschen näher ran und zwar so, dass ich drauf zustürmen kann, dann werdet ihr gleich etwas feststellen. Zack. Und zwar dieses Tool wechselt dann automatisch in eure normale Waffe. Und sobald ihr fertig seid mit Kämpfen, wechselt das Tool wieder zurück. Das Ganze nennt sich Swag Swap oder Swag Swap oder wie man das auch immer ausspricht. Und wenn ihr das installiert habt, dann geht ihr hier in Interface Add-ons und dann seht ihr schon, da kann man nicht wirklich viel einstellen. Man kann es einmal einschalten oder ausschalten, also Enable, Disenable. Und dann hat man hier zwei Reiter, Out of Combat und In Combat. So, In Combat habe ich jetzt Schutz und Out of Combat habe ich Legendär. Das Ganze funktioniert wie folgt. Wenn ihr also so eine Glyphe zum Beispiel habt, geht ihr einmal in euren Charakter, in den Ausrüstungsmanager und dort legt ihr euch einmal ein Set an für Legendär, wo dann die Glyphe zum Beispiel drin ist und einmal ein Set für Schutz. Wenn ich das jetzt mal anlege, seht ihr, ist mein normales Schwert. Lege ich jetzt das an, habe ich wieder die Glyphe. Und sobald ihr auf einen Gegner losstürmt, merkt das Tool das, schaltet automatisch, switcht automatisch in eure eigentliche Waffe. Und sobald ihr out of combat seid, switcht das Tool wieder in dieses legendäre Teil. Man kann das natürlich auch zum Beispiel, könnte man es wie folgt machen. Dann geht ihr wieder in euer Interface und sagt dann zum Beispiel out of combat möchtet ihr mit eurer Angel rumrennen. So, jetzt sollte er das eigentlich machen. Aber ich glaube, das geht mit dem anderen Addon, was ich drauf habe, nicht. Mit Fishing Buddy. Das macht aber nichts. Wir legen uns einfach ein neues Set an, das wir dann Angeln nennen. So, dann suchen wir hier unsere Angel raus. Und können dann hier irgendein Icon nehmen. Normalerweise würde ich jetzt das Angeln-Icon nehmen, aber das zeigt er mir gerade nicht an. Dann nehmen wir mal, gut, das passt jetzt nicht, nehmen wir mal den Helm. So, zack. Dann habt ihr dort Angeln. Dann geht ihr jetzt wieder in euren Swag Swap. Klickt auf Angeln. Okay. Und dann seht ihr, habt ihr eure Angel. Damit könnt ihr jetzt zum Beispiel eure Mitspieler so ein bisschen trollen, indem ihr in ganz normale Raids oder Instanzen mit eurer Angel reingeht und die werden euch für bekloppt halten. Stürmt ihr aber wieder auf das Ziel zu, schwupps, springt es automatisch in eure eigentliche Waffe und ihr könnt ganz normal kämpfen. Und sobald ihr fertig seid mit Kämpfen, springt es wieder automatisch auf eure Angel. Das Ganze nennt sich Swag Swap, ist wie gesagt nur 5 KB groß. Ich werde es euch in der Videobeschreibung verlinken, wenn ihr das Tool euch eventuell auch mal installieren wollt und vielleicht mal ein bisschen angeben wollt mit euren legendären Items, die man ja eigentlich nicht transmoggen kann.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bye bye.